Hallihallo, du lieber Fisch, herzlich willkommen hier im Mai und hier willkommen an meinem Reading-Tisch quasi. Du hast eine wunderschöne, sanfte, sinnliche, berührende, tolle Botschaft bekommen, wo es ganz viel auch um die Liebe geht und dich. Ja, aber die Liebe jetzt im übergeordneten Sinne. Natürlich auch ein bisschen um die Partnerschaft, das sehen wir hier drinnen auch, aber eben übergeordnet um die Liebe und diese Dinge, die für dich verbunden fließen wollen oder die für dich verbunden sind. Und wir haben aber auch ein bisschen mit dem Rat der Hohepriesterin, schauen wir uns das jetzt genauer an, also ein bisschen die Strukturen drinnen von Sicherheit, von alte Strukturen, die dir ein bisschen Sicherheit geben, du lieber Fisch. Der Fisch ist ja ein wunderbares Wesen, das taucht einfach auf, ist ein spirituelles, wunderbares Ding, taucht durch den ganzen Kreislauf quasi der Sternzeichen durch, um dann in der Vollendung für sich zu gehen, alles als im Überblick zu sehen, aber auch eine wahrhafte Tiefe und Mystik für sich zu erfahren. Und manchmal ist es, glaube ich, so, dass das Fischchen weiter schwimmt, aber trotzdem noch an alten Themen haftet. Natürlich kann man jetzt sagen, das ist bei jedem so, aber ich versuche das jetzt bildlich hier darzustellen, was sich hier in diesem Reading wiederfindet. Und das ist, wie wenn du in diesem Kreislauf ja nicht weiter schwimmst und quasi die nächste Acht und dann einfach so in die Unendlichkeit hineintauchst und spielst und das alles für dich annimmst, sondern wie wenn du so diesen ersten Kreislauf quasi schwimmst, beendet hast und jetzt hier in der Mitte stehst für dich und weiter tauchen würdest oder weiter schwimmen würdest, um das jetzt auch zu erfahren. Und hier stehst du aber und ich habe nicht das Gefühl, du fürchtest dich echt, aber es ist einfach noch nicht ganz irgendwas, was hier drinnen war, vergeben. Na, da ist irgendwo was noch drinnen, was dir Sicherheit verspricht. Irgendein Teil in dir hört dann noch drauf und sagt, aber wenn es denn so ist. Und wir sehen jetzt hier wunderschön in diesem Reading, wie sich das umdreht für dich und auch im Mai, wie du jetzt einfach einatmest, dich aufrichtest und spürst, ich bin frei, mich jetzt wirklich neu zu erleben und jetzt plötzlich in diesen Schwung einzutauchen, ja, und mich mitzunehmen und mich ganzheitlich in jeder Facette quasi zu erleben. Denn ich bin aus Sternenstaub und darf meine Wünsche hier auf dieser Erde erleben und lass mein Fass der Wünsche und meiner Aktionen jetzt einfach aus. Und da ist die 7, die einfach auch steht für die göttliche Weisheit, für das göttliche Wissen, für die Integration von Herz und Verstand hier auf dieser Welt, um sich im Einklang zu erleben. Und da haben wir tatsächlich auch den Da Vinci Code jetzt hier mit dieser Liebe und in der Perfektion, sich als Offenbarung des Lichts hier auf dieser Erde in seiner Vollkommenheit zu erleben. Großartig, ja, und du bist beschützt, du bist getragen, auch hier mit der Horus-Energie. Die Horus-Energie ist für mich immer auch so ein bisschen eine, ja, das sind die Sternenbrüder hier, aber so ein bisschen Energie der Zeit, ja, wo es wirklich darum geht, sich als geschützt, treu und Sicherheit und Vertrauen zu erfahren, und zwar Sicherheit im Laufe der Zeit, nicht im eingekastelten, jetzt ist die Zeit da, strikt nacheinander, ja, linear, sondern die Zeit als wunderschöne Spielräume in sich zu erfahren und mit seiner eigenen Zeit zu gehen. Und wir sehen jetzt auch hier wunderbar, was die Hauptenergie ist. Du bist nicht allein, lass dich darauf ein, ja, geh in die Begegnung und nicht in die Isolation. Zuerst in die richtige Verbindung mit dir selbst, aber eben das lernst du auch durch die Gemeinschaft. Wir müssen nicht, und ich glaube, das ist etwas, was oftmals falsch verstanden wird, zumindest haben schon viele Menschen zu mir gefunden, die geglaubt haben, sie müssen zuerst einmal Dinge bei sich selber alles machen, um dann überhaupt irgendwas. Und dieses um dann, ja, ist einfach eine Illusion, weil vieles lernen wir im Tun ja schon. Ja. Und auch dieses, ich brauche noch das und ich brauche noch das. Selbstvertrauen, Selbstliebe und das alles kommt doch im Tun und mit der Zeit, einfach indem ich bereit bin, meine Erfahrungen, meine Träume, meine Wünsche zu spüren und sie zu erleben. Und wir während dem Tun, während dem Erleben quasi, darin eine Ruhe finden, einen Ruhepol. Ja, da war jetzt dann in uns ruhen, also lernen, in der Mitte zu schwingen und daraus ja ein wunderschönes magnetisches Feld generieren. Ja. Und das ist das, was du jetzt so ein bisschen dieses, irgendwie ist es wie wenn eben, ja, wie wenn das Fischchen da gegangen ist, aber noch
diesen Schwung nicht für sich mitnimmt, ja, weil immer irgendwie was fehlt, auch wenn es dir vielleicht gar nicht fehlt, ja, aber dieses, ah, was will ich wirklich erleben? Ja, und da kommt, erinnere dich, dein Seelenplan, dein Schicksal, deiner Bestimmung folgen und dich als wunderschönes, gefülltes, von oben bis unten erfülltes Wesen zu erfahren, ja, und hier wirklich in diese heilige Vereinigung einzutauchen, bereits in dir, aber eben auch mit anderen. Wunderschön. Also erlaube es dir, du bist geschützt, du bist getragen. Das, um was es jetzt geht, ist, dich aus dieser Sicherheitszone herauszuwagen und einfach etwas erleben zu wollen. Ja? Was kommt hier hinzu? Und da haben wir die Regenbogenenergie, also alles, was aus dir, aus deinem Inneren herauskommt und auch wo du Altes gehen lassen darfst, um Neues zu empfangen, um dich aus diesen Stricken der Vergangenheit ein bisschen zu befreien, indem du loyal dir selbst gegenüber bist, dich selbst in die Vollendung, in die Fülle bringst und die Selbstmeisterschaft eben dieser Entfesselung für dich erfährst. Ja, wunderschön. Am 28. Mai ist es wieder soweit, melde dich gerne unten an. Ich bin bereit, euch mit euch da einfach jetzt ganz, ganz viel auch in kostenlosen Zoom-Meetings einmal im Monat eben am 28. zu erleben und für alle diejenigen, die weiter mit mir streben und es sind auch welche da, die schon in meinen Mentorings mit drinnen sind. Also es ist immer ein anderes Erleben, es ist nie gleich, ja. Und das ist einfach so eine Aufbauenergie, sich spüren und auch aber im Kollektiv mitschwingen und vor allem seine Brücke von einer alten in eine neue Zeit einfach für sich zu bauen, ja, wo man bereit ist, eben nicht mehr aus der Schwere, aus den Verletzungen zu lernen. Das ist wichtig jetzt auch, das noch zu integrieren und zu erfahren, aber eben den Fokus jetzt sich anders zu trauen, umzulegen und sich auch als im Ausgleich zu erfahren mit seiner männlichen und seiner weiblichen Energie, egal wie man dann nach außen lebt, was man nach außen macht, ja, und sich selbst wieder einfach stabil verbunden zu erfahren, darum geht's. Wunderschön, freue ich mich schon, wenn du da natürlich mit dabei bist, unten in der Infobox, dein Weg zu dir. So, und dann sehen wir jetzt auch schon hier, was ist die Energie, die hinzukommt. Du schlägst jetzt ein neues Kapitel auf, indem du in deine Gefühle eintauchst und dich traust, Step by Step, ja, dich aus einer falschen Loyalität herauszuheben, indem du einfach merkst, dass da etwas ganz Großes in dir schlummert und einfach ist. Ja, manchmal kommt es so heraus und du erfährst, dass du das wirklich bist und zwar nicht nur temporär immer wieder mal, sondern dass du das einfach bist und da deine tiefen Gefühle dazugehören. Ich glaube, das hast du dir vielleicht manchmal ein bisschen versperrt aufgrund von einer Geschichte, wo du loyal irgendwem, irgendwelchen Situationen oder mehreren Personen gegenüber oder Situationen gegenüber bist, wo du dich noch enger eingespannt gehabt hast, anstatt deine Gefühlspalette Reichtum zu erleben. Und das ist das, was jetzt aber hier hinzukommt. Du darfst dich jetzt in einem neuen Kapitel erleben, tatsächlich, wo die Sehnsucht nach Befreiung, die Sehnsucht nach Ankommen endet in dir, weil du das in dir integrierst und die Heilung erfährst, dass du eben nicht nur noch durch die Spiegel und die Sehnsucht lernen musst in dir, sondern dass du das als einen alten Zyklus betrachtest, der jetzt beendet ist, weil du nichts mehr brauchst im Außen. Das kommt automatisch zu dir. Ich glaube, dieses Brauchen, dieses irgendwie jemanden anderen brauchen oder die Sehnsuche nach einer tragenden Person und da kriege ich jetzt nicht Freunde und so weiter, sondern wirklich die Partnerschaft, ja, die Sehnsucht nach einer tragenden Person. Nicht, dass der alles für einen übernimmt. Ich habe das Gefühl, da ist eine sehr, sehr selbstständige Energie und alles dahinter, ja, aber um das geht's eben gar nicht, sondern wir müssen ja nicht alles selbst machen, sonst wären wir alleine hier, ja, sondern dieses, okay, ich bin hier und mein Partner kommt automatisch zu mir. Ich muss nicht mehr um irgendwas kämpfen, weil irgendeine Sehnsucht in mir drinnen ist, die mir wieder den Spiegel vor den Latz knallt quasi, dass ich scheinbar noch nicht genug bin oder nicht reif bin oder was auch immer hier, ja, sondern wo du jetzt einfach deine Stabilität in dir gewinnst und merkst, wie schön das ist, wenn du für dich jetzt bestimmst und trotzdem offen bist, dich fallen und tragen zu lassen, so irgendwie hier, ja, weil hier ein Glaubenssatz drinnen war, eben mit alleine irgendwas, ja, allein sich erleben und. Also alles, was alleine, Einsamkeit und, wir sehen es ja auch hier, das will jetzt tatsächlich beendet werden, hier für dich auf der Erde, damit du hier in Verbindung schwingen kannst für dich. Ja, auf der unbewussten Seite haben wir eben, ja, die Wünsche, die Klarheit in Bezug auf die Liebe, dass du dich jetzt wirklich damit auseinandersetzt, das ist zwar da,
Aber es ist jetzt hier gefallen auf der unbewussten Seite. Also ich habe das Gefühl, du weißt das zwar alles, aber so wirklich danach leben oder es wirklich für sich begriffen haben, wenn wir es begriffen haben, leben wir, glaube ich, auch wirklich danach. Weil wenn ich es richtig begreife, dann habe ich mich ja quasi schon, dann kommt die Entscheidung fast wie von selbst, sich danach auszurichten. Ja? Aber wenn wir es nur wissen, eben nicht. Ja? Das ist so ein Prozess, der da innen stattfindet. Und da geht es wirklich um die Wünsche, die man hat in einer Partnerschaft, in der Liebe, um sich zu erfahren. Und das ist alles auf der Lichtseite. Ja? Ich bin. Ich bin und ich darf mich selbst erfahren. Ja? Mit all dem, was hier dazukommt für mich. Und aber da diese Klarheit auch auf die Erde zu bringen. Ja? Was will ich denn wirklich erleben? Und gleichzeitig heißt das natürlich auch, das ist das höhere Bestreben in dir, dass du diese Sicherheitszone verlässt, indem du merkst, was eben nicht für dich stimmig ist, weil du hast ja hier die Loyalität auf der Schattenseite und damit dann diesen Kreislauf durchbrichst, in die Vergebung gehst von der alten Zeit, dich aus dem Labyrinth befreist, ins Vertrauen hineingehst und dich als machtvolles, wunderschönes, um dich als machtvolles, wunderschönes Wesen zu erleben. Und da haben wir mit dem Eisbären die Vaterfigur, ja, einfach wirklich dieses, okay, da darf was aufblühen, da wird etwas aus dem Eis befreit und aber auch die Partnerfigur, ja, einfach diese Seelenverwandtschaft, die hier auch stattfindet, in einem wunderschönen freien Rahmen. Und wenn du jetzt schon in einer Partnerschaft bist, dann geht es darum, einfach auch in dieser Partnerschaft eine neue Ära einzuleiten oder in Verbindungen auch eine neue Ära einzuleiten, weil du einfach merkst, wie wundervoll, kraftvoll du bist und wieder ein neues Vertrauen für dich bekommst und dich richtig erdest mit deinen Wünschen, mit deinen Träumen, mit deinen Sehnsüchten, die aber nicht mehr als Spiegel für dich schwingen, sondern als ich möchte das jetzt erleben, Fokus hin und du wirst es erleben, weil du es anziehst für dich, wenn du das bestimmst, dass es jetzt so ist. Ja, also ich kurz gesagt, weil du willst deine Träume hier erleben. Und wir sehen hier, die Veränderung kommt, indem du dich über die Blockaden einfach auch manchmal hinwegsetzt. Manchmal nehmen wir vielleicht auch zu viel Fokus auf irgendwelche Dinge oder lassen es dann einfach auch mal ruhen, anstatt aber genau das Gegenteil vielleicht zu tun, nämlich indem wir uns wirklich knallhart darauf konzentrieren, was will ich wirklich erleben? Dieses Was will ich denn wirklich erleben, kommt für mich hier zu kurz. Es ist zwar da, aber es ist nicht mit so einem Rums da, mit so einem Bam da, sondern es ist so sanft. Es ist, na, und das Fischchen taucht dann mal wieder weg davon. Wow, da ist es da. Ja, ich will alles erleben. Oh, ja, so. So herumtauchend, ja, und ja, jetzt habe ich gesehen, dieses Findet Nemo, dieser blaue Fisch, diese Ursüß, wie heißt die? Ein Mädchen. Na, ich habe das jetzt auf jeden Fall gesehen, die freut sich und dann hat sie es wieder vergessen, ja, und schwimmt einfach so wieder, dann freut sie sich wieder, erinnert sich wieder und dann schwimmt sie und das ist genau diese Energie, die ich da drinnen habe, ja. Und bei dir geht es jetzt darum, dich dauerhaft wieder zu erinnern, ja? Denn dieses Verhalten ein bisschen, das ist zwar schön und das ist zwar gut, aber du erinnerst dich ja dann auch eben an die anderen Sachen und ja, also hier jetzt eine dauerhafte Situation zu erleben, wo du in die Verankerung gehst für dich und einfach dieses Zurückhaltende, dieses Wartende, dieses ich brauche, dass mich jemand halten, na, das ist falsch ausgedrückt jetzt, ja. Ich nehme das jetzt nicht so Dings, aber irgendwie ist es wie so ein, es ist nicht ganz ein Brauchen, weil du bist schon stark, aber es ist so ein, ich hätte doch gern irgendwie und ich würde gern jemanden haben, der mich auch so ein bisschen leitet, der neben mir schwimmt, ja. Und du darfst dich aber wagen zu sehen, dass hier alles für dich schwimmt in diesem Meer. Du bist ja nicht allein in diesem Meer, sondern da gibt es ja ganz viel mehr. Ja, es ist der Fokus, den du jetzt richten darfst auf diese Erfahrungen und damit fließt du dann auch mit wunderbaren Begleitern als Selbstverständnis und nicht als ich brauche da irgendwie mehr. Ja, es ist sehr schwer, das jetzt gerade in Worte zu fassen. Ich finde die Worte irgendwie nicht. Aber ich hoffe, ich bringe das relativ so rüber, dass man es verstehen kann oder mitspüren kann, was ich meine darin. Ja, es geht nicht mehr um ein Wegtauchen und Vergessen, sondern um die Pracht, die es da gibt, zu sehen und die auch einzuladen. Ja, dann wird dieses Wunder auch geschehen, weil du dann plötzlich erkennst, dass du gar nichts brauchst und über dieses gar nichts brauchen, obwohl das nicht in deinem Bewusstsein als ich brauche, was drinnen ist. Ja, wirst du eben diese
Einsamkeit überbrücken und diese Veränderung für dich sehen, die sich jetzt verankern will in dir, indem du jetzt in eine absolute Zielfindung hineingehst für dich. Was willst du erleben? Und das ist der Rat der Hohepriesterin. Was willst du erleben? Trau dich, ja, dich über diese Einsamkeit, über diese Glaubenssätze hinweg zu erheben, weil das ist die Freiheit, die für dich schwingt hier auf dieser Erde. Es ist deine Entscheidung, es ist dein Fokus, den du jetzt hier für dich besinnst quasi oder dich besinnst jetzt das zu erleben, um dein Glück, ja, um dein Erblühen hier zu erfahren. Da hast du den Schlüssel für dich in der Hand, um diesen Erfolg, um diese Sonne, um diese Kraft zu erleben und diesen wunderbaren Neuanfang aus einer regenreichen Zeit, ja. Dieses wirkliche Erblühen jetzt für dich, auch was ich hier jetzt auch in der Selbstständigkeit darf sich da ein neuer Rhythmus einleiten. Also die Welt ist für dich, wenn du annimmst, dass sie für dich bereit ist zu leben. Du lieber Fisch, ich wünsche dir jetzt eine wunderbare, magische Durchtauchzeit, indem du diesen Shift, das du umdrehst für dich und erlebst, was passiert, wenn sich das plötzlich umdreht für dich, um dich jetzt hier wirklich in der Veränderung, in deiner Kraft zu erfahren. Wunder, wunder, wunderschön und ich hoffe, ich sehe dich am 28. dann im Live. Bis dann. Baba.